Hello, Bond fans. Benjamin Lin for the Bond Bulletin. This is my good friend Danny Morgenstern. Danny Morgenstern. Bond experts. We're going to host James Bond nights in the wonderful town of Heidelberg. And we're going to do it in the castle. I'm coming. What is James Bond nights, Danny? I think it's a gala dinner. With music. Bond songs. And a few anecdotes by us about the Bond films and about the history of James Bond. And maybe I can even take you inside and behind the scenes. And with star guests. Götz Otto will be there and Simone Bechtel from GoldenEye. Yes, absolutely. Terribly looking forward to it. Hyped as usual. So come inside Heidelberg Castle. Best of all, the man behind this camera, Mr. What's your name? Benjamin Lind. Nothing like introduced like that. This is really old. Like you. You are really old too, and I'm really old too. Much like in a Bond film. I think Germany should feature more in Bond films. Modelliert wird dieser Abend natürlich hier von einem absolut perfekten Bond-Spezialisten, Benjamin Lind, der heute bei uns im Haus ist. Er ist derjenige, der das ganze Insiderwissen vor und hinter den Kulissen von James Bond kennt.
Deswegen würde ich Ihnen gern jetzt das Wort übergeben. Ich wünsche Ihnen dann später mit der Vorspeise einen guten Appetit, einen bezaubernden Abend mit uns. Und ich grüße hier nochmal alle Bond-Girls und alle James Bonds, die heute Abend in das Schloss Heidelberg geschafft haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Es ist natürlich wunderbar, hier zu sein. Ich sehe dich gar nicht. Dunkel. Aber was für eine bessere Location. Es gibt keine bessere. Das Heidelberger Schloss. Bob müsste viel öfter nach Deutschland kommen. Ist das nicht so? Findet ihr es nicht auch? Also, oder nicht? Ja doch, bei so einer Location, sie sind alle in Abendgarderobe, es ist ein Fest für die Augen. Martin hat schon gesagt, mein Name ist Benjamin Lind. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Ihnen, dem Publikum, und unserem Show-Act und Ihnen etwas über die Geschichte von James Bond näher bringen. Wir fangen an mit Sean Connery. Es war im Jahr 1962. Ich komme mal zu Ihnen runter. Dass die Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman sich überlegt haben, wir haben Ian Fleming. Ian Fleming hat eine Figur erschaffen, die eigentlich auf die Leinwand muss. Und so haben sie sich zusammengetan und haben Eon Productions gegründet. Jetzt fragen Sie sich, was ist denn das für ein komischer Name? Eon steht für Everything or Nothing. Sie haben sich gedacht, Bond, das kann funktionieren. Eine Spionagegeschichte, ein Held, er ist ein bisschen sexistisch, er ist ein bisschen brutal. Aber wir setzen mal alles auf eine Karte und machen diesen ersten Bond-Film, Dr. No, 1962. Mit $1 Million Budget haben sie sich aus dem Fenster gelehnt und haben der Welt den ersten Bond-Film präsentiert. Es war ein riesiger Erfolg. Wer hat ihn gesehen, Dr. No? Alle, vielen Dank. Hat irgendjemand noch gar keinen James Bond-Film gesehen? Oh! Da, junge Dame. Wir sprechen nachher noch. Haben wir einen Song noch? Natürlich, wir haben You Only Live Twice. Ein sehr schöner Song. Original gesungen von Nancy Sinatra, Tochter von Frank Sinatra. Heute von der Freddy Wonder Combo. You Only Live Twice mit der Sängerin Michelle Bradshaw. Junge Dame, darf ich mal zu Ihnen kommen? Sie haben noch keinen Bond-Film gesehen, jetzt muss ich Sie mal rausgeben. Sie haben aber schon mal einen Bond-Song gehört. Ja, alle eben. Welches ist Ihr Lieblingssponsor? Sag Adele. Adele, was macht diesen Song so besonders, damit es Ihr Lieblingssong ist? Sie haben zuerst Adele gesagt. Melancholie, das ist interessant. Goldfinger kennen Sie. Hat Goldfinger auch Melancholie? Wirklich? Aber Goldfinger ist doch... Ja. Trompeten, alles. Alles muss krachen. Shirley Bassey. Aha, also, ein Bond-Song braucht Melancholie. Merken wir uns das mal kurz. Was braucht ein Bond-Song noch? Darf ich Sie mal fragen? Was braucht in Ihren Augen ein Bond-Song noch? Wieder? Sexappeal. Jetzt sind wir Goldfinger schon etwas näher. Sexappeal. Okay, wir nehmen Melancholie, wir nehmen Sexappeal. Dann braucht es auch noch einen guten Künstler, oder nicht? Wir haben hier gleich, ich sehe schon, wir haben Goldfinger, wir haben Feuerball und For Your Eyes Only. Nehmen wir diese beiden Songs, Goldfinger und Feuerball, mal auseinander. Goldfinger gesungen von Shirley Bassey, aufgenommen 1964. Die letzte Note von Goldfinger, wer sie kennt und sie reproduzieren kann, ist ein Genie. Denn Shirley Bassey hat es beinahe nicht geschafft. Shirley Bassey sagte, und ich darf das mal kurz zitieren, sie sagte, sie hielt die Note, sah hinüber zu Komponist John Barry, merkte, dass die Note immer länger wird und John Barry gab ihr nur zu verstehen, halt es noch eine Sekunde. Sie hat es eine Sekunde gehalten, aber danach war ihr schwarz vor Augen.
Dasselbe ist Tom Jones passiert mit Feuerball. Tom Jones sagte, er hat die Augen geschlossen, hat die Note gesungen und gehalten, und als er die Augen wieder aufmachte, war alles schwarz. Das gehört also auch zum Singen eines Bond-Songs, man fällt in Ohnmacht. Das ist natürlich anderen Songs später nicht passiert und wir hoffen auch, dass es der Band jetzt nicht passieren will, liebe Michelle. Also, wirst du die Note halten? Ja? Auf jeden Fall, wenn es einer kann, ist es Michelle Bradshaw. Sie hören jetzt Goldfinger, Feuerball und zuletzt For Your Eyes Only, Goldfinger gesungen von Michelle Bradshaw, Thunderball von Markus Zimmermann und For Your Eyes Only von Tess. Da war so viel Spaß. His heart is gold. He loves only gold. Only gold. Dreams of gold. He loves only gold. Only gold. He loves Jungs und Mädels, ne? Das war's. Aha. Wir haben's geschafft. Oh, hört ihr das? Zugabe. Habt ihr noch eine Zugabe für uns? Zugabe! Eine Zugabe? In einer Show gibt's keine Zugabe. Ach komm, bitte. Guck dir das an. Stellst du uns kurz nochmal deine Band vor? Das tut mir leid. Haben Sie noch Zeit? Ich habe eine Idee.
Ja. Ich möchte mich natürlich ganz besonders hier auch bei Benjamin Lind bedanken, der hier das Programm geführt hat und was er hier alles über Bond weiß, sagen hat. Sensationell, vielen Dank. Vielen Dank, guten Heimweg und hoffentlich bis bald und alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön.